Ich erlerne gerade den Beruf Mechatroniker bei Baumüller Services. Ich bin gerade im ersten Ausbildungsjahr und davor habe ich mein Fachabitur bestanden, habe dann auch mal kurzzeitig versucht, ein Studium anzufangen, habe das 2 Semester gemacht, aber habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich doch lieber eine Ausbildung machen möchte. Von daher bin ich nun hier. Ich habe mich für Baumüller Services deshalb entschieden, weil mein Vater mir da einen Tipp gegeben hat und gemeint hat, das ist eine gute Stelle, wo man den Beruf lernen kann. In der Ausbildung macht mir am meisten Spaß die Abwechslung, da man hier in der Werkstatt ist und man an den Maschinen arbeitet, aber auch im Elektrolabor arbeitet und zum Beispiel Logo programmiert. Die Arbeitsatmosphäre ist super, da wir hier in der Lehrwerkstatt sind, sind wir jetzt die Auszubildenden erstmal unter sich. Von daher, wenn jemand mal einen Fehler macht, ist es halb so wild. Mein täglicher Arbeitsablauf im Moment sieht so aus, dass ich meinen Arbeitsplatz für den Tag vorbereite und dann setze ich mich an den Computer und programmiere. Also meine Perspektiven nach der Ausbildung sind, dass ich erstmal natürlich dann ein Jahr lang weiterarbeite hier und dann daraufhin kann man ja seinen Techniker zum Beispiel machen und den würde ich sehr gerne machen. Das ist ein super Verhältnis zu den anderen Azubis. Es ist eine gute Mischung dabei, sage ich mal. Wir haben einen, der ist 17 und gibt auch noch ein paar Ältere, die halt so wie ich schon mal versucht haben, ein Studium zu machen. Und wir verstehen uns alle super gut und sind echt ein eingeschweißtes Team schon fast. Ich würde die Ausbildung bei Baumüller Service auf jeden Fall weiterempfehlen. Das ist eine super Anlaufstelle, hier diesen Beruf zu erlernen. Und dieses Klima mit dieser Lehrwerkstatt hier und den Ausbildern ist echt super.